Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Krypto Schnack. Für all diejenigen, die schon bei mir waren, willkommen zurück. Und für diejenigen, die ganz neu dabei sind, willkommen. Und ich hoffe, dass euch der Content gefallen wird. Und heute ist mal wieder eine Runde Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten, was auch immer jetzt gerade im gesamten Kryptobereich passiert. Dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Also, wir liegen derzeit bei 9.172 Dollar und wie man sehen kann, formen wir hier gerade einen ganz kleinen Aufwärtstrend seit dem 16. Juli morgens früh. Das war der Punkt, wo wir fast die 9.000 Euro nach unten durchbrochen haben. Inzwischen sind wir, wie gesagt, wieder bei 9.172 Dollar. Und es wird jetzt sehr spannend sein, was heute passiert. Wir haben jetzt 10:30 Uhr. Was wird heute um 15:30 Uhr passieren, wenn der amerikanische Markt aufmacht? Das ist immer ein sehr bewegungsreicher Zeitraum, vor allem 15:30 Uhr, wie ich ja schon in ein, zwei anderen Videos näher erläutert habe. Dementsprechend, unabhängig von dem kleinen Aufwärtstrend, sieht man, wir hängen immer noch in diesem großen negativen Trend, den wir ja nun jetzt schon seit Ende April angefangen haben. Und es ist wirklich einfach sehr spannend jetzt, was passieren wird die Tage, weil normalerweise der Bitcoin solch einen Trend, der sich ja dann hier auch beendet wird, Ende Juli, normalerweise nicht bis zum Ende durchführt. Statistisch gesehen passiert immer etwas bei solchen Trends, bevor wirklich der Trend zu Ende ist. Also es würde mich wirklich sehr überraschen, wenn jetzt hier wir noch bis zum 29. Juli so weitermachen. Eigentlich kann es nur stündlich oder sich nur um wenige Tage handeln, bis jetzt hier auch eine entscheidende Bewegung stattfindet. Und das brauchen wir. Und diese muss dann hier über die 9.300, 9.400 rübergehen. Wobei in dem Falle wir hier schon fast von 9.350 reden. Und da sind wir jetzt ja auch nicht Welten von entfernt. Und ja, also warten wir mal ab, was heute der Montag bringt. Wie gesagt, wenn die Aktienmärkte aufmachen in Amerika, wird entscheidend sein, wie die Reaktion auf die derzeitige Corona-Situation in Amerika ist, wie der Markt da sich bewegt, und wie auch der Bitcoin-Markt reagiert. Dann haben wir hier auch nochmal die Preise bei CoinMarketCap. Wie gesagt, fast identisch zu dem, was ich jetzt gerade genannt habe. Auch Ethereum bewegt sich mit 1,5% im Positiven. Ja. Wenn wir jetzt hier mal weiter runtergehen, Chainlink ist wieder im Plus, aber nichtsdestotrotz, es hat sich ein wenig eingependelt bei den 8 Dollar, was ich auch ein wenig vorhergesagt habe. In einem meiner ersten Videos bin ich darauf eingegangen, dass der Preis wahrscheinlich jetzt nicht weiter so schnell durch die Decke gehen wird. Ich hatte sogar die Befürchtung, dass er ein wenig weiter runtergeht auf 6 bis 5 Dollar und dann sich da konsolidiert. Aber derzeit scheint er wirklich sich bei 8 Dollar zu konsolidieren. Wenn wir uns dann noch mal die kleineren Coins anschauen, hier haben wir mal wieder nicht das erste Mal Swipe, welches inzwischen hier in den letzten 24 Stunden um 40% gestiegen ist. Das Band-Protokoll, Terra, Kava und AmpleForth ist auch wieder dabei. Und der Algorand auch nochmal mit 10%. Für diejenigen, die es nicht wissen, Algorand wurde aufgenommen bei Coinbase, so dass Menschen, die bei Coinbase einen Account haben, Algorand traden können. Das ist der Grund für den Anstieg, aber man sieht, hier sind einige Bewegungen, die wirklich fast in den zweistelligen Bereich gehen. Ja, also da setzt sich der Trend auf jeden Fall fort von den letzten Tagen. Und ja, wann bricht Bandcoin endlich aus? Diese Daten signalisieren die nächste große Bitcoin-Bewegung. Ja, es hat sich jetzt natürlich seit dem 18. Juli, wo der Artikel geschrieben ist, nicht viel geändert. Grundsätzlich ist es so,
Wir haben 24 Tage lang keine 5%ige tägliche Bewegung gesehen. Also wir sind ja nun inzwischen schon bei 26 Tagen. Und im April 2019 sah der Kurs einen ähnlichen 27-tägigen Konsolidierungstrend und im November 2018 einen 29-tägigen. Das spricht, wir gehen jetzt hier schon fast auf rekordverdächtige Zahlen zu. Und auch hier, deswegen ist die Meinung der Analysten eben halt so verschieden. Einige sagen, der Kurs würde jetzt auf 7.000, 7.500 runtergehen. Und dann gibt es andere, die sagen, er wird nach oben brechen. Und der Grund einfach dafür ist genau das, was auch hier steht, ist, es hat in der ersten 27-Tage-Streifen, der am 1. April 2019 endete, ein Monat danach betrug die Rendite 31%. Und bei dem anderen, wo wir 29 Tage im Seitwärtstrend hatten, betrug die Rendite danach 48%. Sprich, das ist all das Problem. Wir haben diese Trends schon vorher gesehen. Aber das, was dieses Mal halt anders ist, sind eben halt andere Faktoren, die außenrum um den Kryptomarkt passieren, wie zum Beispiel die steigenden Open Interest könnte die Konsolidierung beenden. Ja, es werden immer mehr Positionen geöffnet und diese Zahl, die man hier sieht, der Wert dieser Positionen, die geöffnet werden, die noch nicht eingetreten sind, dieser steigt rapide an und das ist ein Zeichen, dass es sehr große Bewegungen demnächst gibt. Ja, dann haben wir hier noch einen Analysten, der wie gesagt den Ethereum Jack, der darauf eingeht, dass wir genau in einer gleichen Situation sind wie 2017, bevor eben halt der Anstieg um 2000% stattgefunden hat. Und ja, diese 2000% wollen wir uns natürlich alle wieder wünschen für diejenigen, die langfristig investieren, wobei ich dieses Mal eher von einem Anstieg von 1000% ausgehe, dann würde man ungefähr bei 100.000 landen. Das wäre realistisch. Ja, und er geht eben halt in seinem Chart auf Twitter, geht er darauf ein, dass wir hier in diesem grünen Kästchen, in diesem grünen Kästchen und jetzt wieder in einem grünen Kästchen drinne sind und dass die Bewegungen, die wir da drinne haben, sehr identisch sind. Und man sieht hier ja auch, dass wir hier eine leichte Negativbewegung hatten und dann erst einen Trend durchbrochen haben. Genauso wie wir ja jetzt hier diesem Trend folgen und direkt an dieser Linie des Trends sind. Und auch hier haben wir einen Trend durchbrochen. Und dann ist es durch die Decke gegangen, wenn man so sagen will. Ne? Genau. Und er geht halt nochmal darauf ein, dass eben halt diese Details entsprechend die gleichen sind. Der S&P 500-Effekt, ja, es könnte natürlich so sein, dass eben halt, wie ich vorhin gesagt habe, die amerikanischen Märkte einen Einfluss darauf haben, ob diese Rallye nach oben überhaupt stattfindet, weil natürlich auch der S&P 500 eine Rolle spielt, weil als die Bewegungen dieser beiden Bitcoin und S&P 500 sehr ähnlich ist. In diesem Moment teilweise bis zu 30%. Ja, ein anderer Analyst geht davon aus, dass es einen massiven Bewegung gibt. Auch das deckt sich nochmal mit der Analyse, die wir ja schon vorhin besprochen haben, mit diesen Dingen und eben halt der Tatsache, dass es nach solch einer langen Seitwärtstrend eine Bewegung geben tut. Aber wie ihr seht, ich könnte euch jetzt sicherlich auch noch 10 Artikel finden, wo es Analysten gibt, die sagen, der Kurs wird sinken. Und dann gibt es wieder 10, die sagen, er steigt am Ende des Tages, wissen wir es alle nicht. Aber für mich persönlich bin ich positiv gestimmt, weil eben halt die Dinge, die im Umkreis von Krypto und Bitcoin passieren, die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, eben halt sehr, sehr positiv sind im Vergleich zu allen anderen Momenten, die wir in der Vergangenheit hatten. Ja, und jetzt kommt natürlich noch, was erwartet uns noch dieses Jahr, vor allem im vierten Quartal. Und da wird auch nochmal darauf eingegangen. Wir haben also auf jeden Fall die Situation des Post-Halving-Pushes, also den Push, der normalerweise bis zu 6 Monate nach dem Halving erst anfängt. Deswegen sind wir ja auch immer noch in einem normalen Zustand, dass
wir einen Seitwärtstrend haben, dass noch nicht Bitcoin sich verdreifacht hat. Das ist alles normal. Es dauert immer ein bisschen Zeit. Und dann haben wir natürlich dieses Jahr auch noch das Herauskommen von Ethereum 2.0, welches sich ja nun auch immer ein bisschen verzögert hat, aber auch da wird viel passieren. Und dann haben wir noch die Halbierung von Zcash, dessen Block-Belohnung sich auch halbieren wird. Die Facebook-Libra-Initiative hat ja neue Dinge vorgestellt, sodass man die Möglichkeit hat, es wirklich unter den Regularien durchzuführen. Da wird mit der Regulierungsbehörde gesprochen. Und man sieht eben halt, es passieren viele Dinge. Und das ist das, was ich halt meine. Auch hier die DeFi, die dezentralen, die DeFi-Coins steigen auch in einem Wert der Zeit. Und man kann davon ausgehen, dass dieses bis auf 5 Milliarden gehen wird. Ja. Dann wird natürlich im Laufe des vierten Quartals die Wahl in Amerika stattfinden. Ob es dann nun der Biden oder der Trump wird, das wird man dann auch sehen. Darauf werden auch die Märkte reagieren. Wie dann der Kryptomarkt darauf reagiert, ist eben halt natürlich auch nicht sicher. Ja, und sonst können natürlich alle möglichen anderen Ereignisse noch passieren, die wir natürlich noch nicht kennen. Aber das, was alles noch passiert in diesem Jahr, sind positive Dinge und Ereignisse, die den Bitcoin-Preis und Kryptomarkt auf jeden Fall beeinflussen können und natürlich hoffentlich positiv. Ja, dann hat der Elon Musk noch einen Tweet rausgehauen und über den Dogecoin einen Spaß gemacht, das Dogecoin Standard, dass der Dogecoin der neue Standard ist, mit Relation zum Goldstandard, den es ja mal gab. Und ja, also da ist dann gleich der Dogecoin um 14% gestiegen und da sieht man mal, wie viel Spekulation dahinter ist. Und wenn man sich jetzt mal hier nochmal den Dogecoin anguckt, der ist schon wieder 4% nach unten gegangen. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, muss man halt wirklich sehr aufpassen, wenn man da jetzt investiert. Ja, und der Facebook Libra bleibt der Triebmotor bei der Regulierung von Bitcoin und Co. Also Thema Regulierung von Bitcoin ist ein anderes Thema, ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Darauf gehe ich jetzt lieber nicht so sehr ein. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es Regularien gibt für die Akzeptanz von digitalen Währungen. Und das wird eben halt in der EU und in G20 jetzt alles besprochen. Aber man will auf jeden Fall Eingriffe man will auf jeden Fall die Stablecoins regulieren und als sogenanntes E-Geld bezeichnen und somit auch die Möglichkeit für Projekte, ein Stablecoin zu machen, stark regulieren und beschränken. Was noch für andere Dinge kommen, wissen wir nicht. Ja, und wie gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die sagen, dass eben halt Bitcoin in ein Portfolio reingehört. Und das ist auch meine persönliche Meinung am Ende. Es schadet keinen, der in Aktien investiert, einen kleinen Betrag in Bitcoin zu investieren. Wenn es einen, sagen wir mal, größeren YouTuber gibt, davon gibt es nun einige, die 100 bis 200, 300.000 Euro in Riesenportfolien haben, dann kann ich persönlich nicht verstehen, wenn Bitcoin oder Ethereum verneint werden oder ignoriert werden. Wenn man in solchen großen Nummern und Zahlen investiert, dann muss Bitcoin mit 2 oder 3% dabei sein. Und ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich sogar noch das Best Performing Asset über 10 Jahre sein wird. Ja, ja, das ist es für heute. Und mit dem derzeitigen Preis von 9.168 Dollar verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und vielleicht auch noch meinem Kanal folgt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis dann, auf Wiederhören. Tschüss!